Recht herzlich willkommen zur 32. Folge von Simotrans. Ja, wir hatten letztes Mal die Milch gemacht und dabei ist uns dann aufgefallen, dass wir hier einen Super-GAU haben oder Super-Stau. Da ist irgendwas falsch am Laufen hier. Wir haben hier drei Züge drin stehen, die beladen werden müssen und ja, die sind irgendwie verkehrt. Also verkehrt nicht, sondern, ne? Also müssen wir gerade gucken, dass wir die drei Züge erstmal anklicken. Kohlestahlwerk West. Stahlschrott, Kohlezeche, Südwestost. Schüttgut geladen. Ja. Das ist ein Zug, das sind alles drei die Züge, genau, das ist der Bahnhof, ja. Und er hat 9 Tonnen Schüttgut geladen, er hat 30 Tonnen Schüttgut geladen, 0. Das heißt, die Zeche kommt gerade nicht nach, oder wie sehe ich das? Kohle hat er. Aber das würde bedeuten, dass wahrscheinlich die Gegenseiten keine Kohle haben, brauchen. Was machen wir daraus? Gute Frage, ne? Ich denke mal, wir könnten jetzt mal gerade noch ein Gleis daneben ziehen und schauen, was dann passiert. Das geht ja da noch hin. Güterbahnhof, Güterbahnhof da. Würde funktionieren, der Zug fährt rein. Schauen, was der dann da macht, ob der weiterfährt und der bringt nämlich, glaub ich, was oder nicht. Oder vertue ich mich? Wohl bringen musste der ja nichts, ne? Er hat auf jeden Fall geladen, sagen wir es mal so. So, der hat's weggebracht. Und fährt auch wieder. Und er hat's gekriegt, okay. Das war das Problem jetzt, oder was? Hier ist noch ein Umschlagbahnhof. Gleichzeitig. Aber muss hier ein Umschlagbahnhof sein? Das ist die Frage. Hier ist ja eigentlich nur die Zeche, ne? Na, der fährt auch rein. Randtacken schneller. Der fährt raus, dann kann der reinfahren. Dann fährt der raus und der fährt auch raus. Okay. Vielleicht reicht das eine Gleis mehr dann. Und wir müssten mal später angucken, wie es da weitergehen kann. So, da oben haben wir gerade gesehen, die Stadt wächst hier auch. Oh, da ist sogar ein Bereich, den wir dann abdecken müssten. Dann würde ich sagen, bauen wir hier mal noch eine Straße hin. Also hier ist die Bushaltestelle her. Dann würde ich ja fast sagen, wir 1, 2, 3 machen hier eine Straße, die so geht. Da kommt der Bus jetzt. Dann müsste da noch eine Bushaltestelle mehr hin. Dann decken wir das ab. Dann müssen wir den Bus da aber auch noch hinschicken. Dafür müssten wir die Linie ändern. Und das ist... vier Städte. Stadtbus, Hopfen, Getreide, Brauerei, Döbel, Hof, Hafen. Ne, das ist hier nicht. Altenau, Hardexen, das ist unsere Linie. Linie ändern. Baustoffhandel ist die letzte Station, richtig? Ja. Hinzufügen dann die. Und dann wieder den Baustoffhandel. Und vom Baustoffhandel aus fährt er nach Ostwald. Ja, passt. Sollte funktionieren. Jetzt müssen wir nochmal gerade gucken. Er ist gerade hier unterwegs, den nehme ich mal hier gerade in Empfang. Und er hat 6 Passagiere, die er durch die Gegend fährt. Er fährt aber plus ein. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber da oben wird er gleich nichts einfahren, ne? 8 Passagiere. Wir
ein Schiff kommt, dann macht er Plus, ne? Ja. Das können wir mal schließen. Können wir mal über den Fahrplan, können wir mal gerade schon nach dem Schiff gucken. Dieses hier. Das ist das Stück gut. Der ist da. Fährt denn der jetzt gerade vorbei? Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es da lang fahren muss, um da hinten hinzukommen. Krass. Okay, er fährt jetzt gerade darüber. Nee, fährt er nicht, oder? Doch, fährt er. Die Straße hat da keine Verbindung. Hat keine Passagiere mit. Man muss gucken, ob er da jetzt wirklich richtig glaubt. Nicht, weil das Feld da, okay, das produziert zwar, aber ich glaube nicht, dass da ein Passagier steht, oder? Nö. Aber es wächst halt und das müssen wir mitnehmen. Ist halt so. Gut. Er fährt da lang. Kommt er da nicht durch oder so? Kann das sein? Das könnte sein, ne? Durch diese Passage schafft er nicht durch als Schiff. Deswegen geht das nicht. Gut. Ja, 12 Passagiere sitzen da drin. Das ist super. Wir haben hier die Linie. Der Milchtransporter ist schon unterwegs, oder? Der hat schon einmal Milch abgeliefert sogar. Und der Milchwagen fährt auch. Also auch gut. Produktion läuft. So. Stopp, das war die falsche Taste. Ein tiefer. Muss ich gerade gucken. Da warten Passagiere. Ich sehe gar keine Milch, die hier gelagert ist. Sehe ich die irgendwo da? Ne. Der hat aber Milch, ne? Kubikmeter. Steht doch alles Passagiere, ne? Okay. Das bringt doch ein bisschen mehr wie 36 Kubikmeter, ne? So schnell kann er nicht hin und her gefahren sein. Hatte der eine Ladung drauf? Das ist die Frage, ne? Mal hier oben in den Hafen rein. Okay. Hier sind 72 Kubikmeter. Das passt. Der Milchwagen hier fährt auch. Ziemlich langsam, aber fährt. Und 36 Kubikmeter sind auch dran. Das ist also alles richtig. Hier werden die Kubikmeter auch angezeigt. Nur da drüben nicht. Oder ist die Liste so lang, dass ich das übersehe? Nee. Komisch. Gut, Stückgut läuft noch nicht, weil das Schiff ja noch nicht da ist. Ach so, wenn Stückgut. Also, das wird ja direkt da angeliefert, ne? Genau, weil der Hafen so einen weiten Einfluss hat und die Paletten sind auch da, passt. Gut, dann muss das noch laufen. Ja, wo muss das Schiff jetzt hier sein? Da ist es. Wasser. Ist schwierig zu treffen, ne? Da ist es. 140 Paletten schafft es dann. Okay, gut. Ja, dann werden wir gerade mal weiter gucken nach Personen. Also Personen sage ich schon, nach Passagierfahrten, die hier noch ausgebaut werden müssen. Bis die Milch dann durch die Gegend ist, ne? Der fährt da. Aber hier ist tatsächlich noch weiter ausgebaut und da auch. Das heißt, hier können wir auch schon in Rudolfzell uns mit Stadtverkehr beschäftigen als nächstes, ne? Ja. Setzen wir mal Haltestellen hin. Hier ist ja nicht so schwer. Die können wir gleich hier hinsetzen. Dann ist die abgedeckt.
Und da sieht es ein bisschen anders aus, ne? So, die ist da. Dann die nächste. Sieht das nicht, ne? Ach so. Dann müsste da ja eine Bushaltestelle eigentlich sein, ne? Aber das ist gar keine, oder? Ist das, ach, das ist so ein Lagerdingens, ne? Wir haben das verbunden mit der, die daneben ist, wahrscheinlich dann, okay. Ah, gut. Die wird wohl verbunden sein dann. Ja, da. Schildfilter aber. Gut, macht nix. Oder kann man da. Was kann die denn? Doch, Passagiere kann die auch, stehen auch dran. Dann wird das schon richtig sein. Gut, aber wir müssen hier oben weiter gucken. Warte mal, das wäre die richtige. Oh, das ist ja wieder so eine Geschichte dann, ne? Wenn ich hier anklicke. Oder? Ist das Feld 1 größer? Hätte die Bushaltestelle vielleicht doch ein weiter vorher, ne, sein müssen dann, ne? Okay. Lass mal gucken, wie wir das abdecken. Als erstes ein Straßentool. Die Bushaltestelle müsste dann hier hin, ne? Aber die könnte auch da sein. Weil wir da unten, wie gesagt, diese Bushaltestelle größer haben. Das gibt nachher ein bisschen Schwierigkeiten dann. Setzen die einfach erstmal dahin. So, und dann wäre hier ein Stadtbus zu organisieren. In Radolfzell. Dann machen wir erstmal eine neue Linie. Und fangen einfach, ja, hier an, ne? Ah, jetzt haben wir irgendwas falsch. Neue Linie. Dann können wir die schon löschen. Weil wir ein Fahrzeug brauchen, und zwar so eins. So, jetzt die neue Linie. Dann fahren wir da zurück, oder nicht? Nee, fahren wir nicht zurück, oder? Doch, fahren wir da zurück. Und dahin. Und dann fängt er da unten wieder an. Das ist die neue Linie. Und die nehmen wir dann. Stadtbus Radolfzell. Passt. Das ist mein zweiter Stadtbus. So, dann müssen wir noch einen rausnehmen da. Machen wir auf Passagiere gerade. Klickt auf Passagiere, genau. 237, 288, 371. Ja, 237, der ist der günstigste, ne? Stadtbus Radolfzell. Und starten. Jetzt muss er da gleich rauskommen. Da ist er schon. So, und dann müssen wir den anderen aber die andere Linie ändern. Ich weiß gar nicht, wie die fährt. Vier Städte ist hier nicht. Radolfzell, Stadtbus, der ist da oben. Sagt er hier, Floto, okay. So, das ist woanders. Da fahren vier Busse, okay. Das ist hier der Stadtbus, das ist der Adenauer. Der fährt da auch. Hopfen, Getreide. Der genau, das ist die Milch, das ist auch nicht. Brauerei Markt. Das ist ein Bus. Okay. Radolfzell Adenau. Der ist wohl der Döbeln Radolfzell Adenau. Das ist der Bus, den wir brauchen. Da müssen wir die Linie ändern.
So. Hätte ich gerne das Kästchen hier gehabt. Bisschen größer. Und Radolf Zell, Oststraße. Ich denke mal. Ach, wir haben da noch einen mehr hier, den haben wir gar nicht mit dabei, ne? Müssen wir die Linie gleich auch noch ändern. Klosterrauerei machen wir noch. Oststraße ist da, die lassen wir mal auch noch drin. Konrad Adenauer. Die nehmen wir raus. Das macht dann der Stadtbus. Töbeln. Was ist denn das jetzt? Alte Zuckerfabrik. Die ist wohl noch woanders. Ach, Döbeln ist das ja auch nicht, Radolfzell. Die nehmen wir auch raus. Dann haben wir hier nur das Rathaus. Am Rathaus soll er ruhig vorbeifahren, ne? Der Markt hat, glaube ich, keine Bushaltestelle. Gut, dann passt das. Der hat nur Umschlagsplatz für Dingens. Genau so ist es. Okay, das lasst dann so. Gut. Das ist unser Interner jetzt hier, ne, der hier fährt. Und das können wir zumachen. Den verfolgen wir mal gerade. Jetzt hält er da an. Lässt die Leute raus. 1 von 7 hat er da noch. Fährt jetzt wohin? Nach oben, also zu dieser. 1-1 ist da, okay. Gucken wir, wie wir da einsteigen. Oh, ist sogar einer eingestiegen, cool. Das können wir mal schließen hier. Machen wir was schneller. Ah, der hätte da. Naja. Da sind zwei. Sind ausgestiegen. Jetzt bringt er keine mehr durch die Gegend. 4. Ja, okay. Wird sich auf Dauer rechnen dann, wenn der andere Bus hierher kommt, dann muss er die ja verteilen und so, ne? Jetzt ein Stau. Passt aber, ne? Genau, geht wohl. Das war schneller laufen gerade. Die fahren diese alle gar nicht an. Das ist schlecht, ne? Ist das Auswahlsignal falsch hier? Wahrscheinlich, ne? Dann machen wir hier mal das Zusatzschild weg und hoffen, dass es dann passt. Kommen da denn mehrere wieder nacheinander? Einer. Kann ich jetzt nicht sehen. Leider. Doch, da. Doch, die sind da. Da ist ja einer darüber gefahren. Jetzt hat's geklappt. Ja. Das Auswahlsignal war da wohl schlecht an der Stelle. Ja, jetzt passt's wohl. Okay. Gucken wir gerade noch nach Adenauer. Die Stadt wächst, ist aber noch komplett abgedeckt, dann ist gut. Gehen wir gerade über die Karte. Döbeln. Da ist noch alles abgedeckt. Hier ist auch noch abgedeckt. Lauter. Ist da unten, haben wir auch schon. Alles noch im grünen Bereich. Sieht es mit Flotow aus. Ist noch gut. Waldeck. Oh, Waldeck muss ausgebaut werden. Da ist was. Riedenburg, das wächst sowieso irgendwie nicht. Da weiß ich auch nicht warum. Obwohl der Passagiere hin und her fahren, ne? Hier haben wir gemacht. Und auf der anderen Seite ist nicht. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir dann uns um Waldeck kümmern.
Genau, da müssen wir dann ausbauen. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann, tschüss.